Hello. Sagt der Abe und von mir natürlich auch ein großes Hallo da draußen und willkommen zurück zu Apes New and Tasty in Oddworld. Ich hoffe, ihr habt mir heute mal ein paar Granaten mitgebracht, damit ich die Slugs, wie auch immer die heißen, schön killen kann. Ich muss jetzt erstmal hier weiter. Ich habe übrigens nochmal neu angefangen gehabt, also hab nochmal so kurz so hier so ein bisschen so durchgetestet, neu angefangen. Und da bin ich gerollt, Leute. Bin irgendwo auf dem Boden dann, also ich bin so gerollt, auf dem Boden dann irgendwo stehen geblieben und plötzlich konnte ich eine Bodenklappe öffnen. Ja, das habe ich bei euch natürlich nicht gemacht. Das habe ich jetzt auch nicht mehr gezockt. Jedenfalls sind in diesen Bodenklappen unten auch noch andere Mudokons, die man befreien kann. Das sind so Specials. Die gab es, glaube ich, auch damals bei Apes Odyssey. Ich habe es leider verkackt und ja, scheiße, ich bin aber tot und habe mich zu Tode erschrocken, Leute. Mann, habe ich mich jetzt erschrocken. Da war gerade so ein Viech. Habt ihr das gesehen? Das hat ihn getötet. Okay. Wir müssen mal schauen, wie wir das jetzt machen. Ich kann jetzt gar nicht schanden, weil dieses Teil mich dann zerstören würde. Ich muss schauen, wie ich jetzt ohne, dass dieses Monster... Oh, der ist tot. Okay. Ich werde mich auch nochmal töten lassen. Das ist ziemlich blöd für mich. Ehrlich, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich bin selber gerade ratlos. Ich stehe ganz still, wenn die... Ah, okay. Ich muss ganz still stehen. Vielleicht sollte ich mir das öfter mal durchlesen. Das sind nur Bewegungsmelder, das heißt, sie reagieren wirklich nur auf Bewegungen. Und nicht darauf, wenn man... Oh. Ohohoho. Das war aber jetzt wirklich Glück, Leute, ne? Ich bin echt eine hohle Nuss. Ich bin echt eine hohle Nuss. Da ist auch irgendwie so ein Scheinwerfer, seht ihr das? Ich darf nicht rennen. Oh, ey. So wie bei Resident Evil 1, wo man zerteilt wurde. Fehlt nur noch, dass das passieren würde. Okay. Wir sind weiter. Wir müssen jetzt unten aufpassen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Ich glaube, das sind Scrubs, nennen die sich. Ich muss da jetzt rüber springen. Ich glaube, ich muss da sogar etwas Anlauf nehmen. Oh, ich könnte hier runtergehen und da durchlaufen. Ist das ratsam oder nicht? Keine Ahnung. Das weiß ich natürlich nicht. Wollen wir was werfen? Ja, komm. Du Drecksvieh. Hopp, 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 hopp. Futter ein paar Münzen. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob man jetzt hier runter soll. Ich werde mal hier runter gehen. Da mal weiterlaufen. Was ist hier hinten? Ja, wir müssen schon ein bisschen aufpassen. Okay, ich kann hier durchspringen. Oh! Ja, komm. Okay, ich muss durchspringen. Okay. Soll ich jetzt wahrscheinlich da durchrennen? Wenn der hier ist. Jetzt renne, 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 renne. Scheiße! Oh, habe ich mich erschrocken, Leute. Dieses Miststück. Opfer 50. So eine Scheiße. Warum Opfer 50?
Warum habe ich schon 50 Opfer? Das gibt's doch gar nicht. Okay, ich muss richtig rennen, Leute. Ich muss richtig rennen. Rennen und springen. Und die dann wahrscheinlich freilassen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt... Opfer 50, das ist ziemlich viel, muss ich schon ehrlich sagen. Das ist heftig. Oh! Sibbo! Oh Mann! Hau ab, du! Lass mich in Ruhe! Kauf den Hobby! Okay, ich bleib so. Ich bleib so. Ich bleib da. Ich bleib mal ganz gepflegt da. So. Jetzt werde ich erstmal gucken, ob ich das Vieh wieder rufen kann. Okay. Mal schauen, ob wir das überhaupt können, Leute. Okay, ich bin tot. Kacke gelaufen, aber das passiert nun mal, das ist normal. Ich muss den Slug, den hier irgendwie loswerden, den Crab. Den Scrub, Crab, Crab, Rock. Oder ihn zumindest dazu bringen, dass er mir komplett folgen tut. Da kommt er. Denn wenn er mir folgt, dann kann ich ihn hinterlisten. Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Hau ab. So. Nochmal eine Jagd mit den Scheiß. So. Jetzt aber. Okay, wir haben sie alle jetzt gerettet. Ich weiß, das ist eine aufreibende Sache für euch. Ich versuche jetzt der. Oh, da kommt er, glaube ich. Ja, komm. Put, put, put. Saftiges Elbfleisch. Ja, der muss schon vorbeikommen. Oh, jetzt aber. So, und jetzt abhauen hier. Leute, 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 Leute von heute. Ja, ja, ist gut. So. Jetzt sind wir wieder weg. Ich weiß, es war ein Spießrutenkampf. Aber anders läuft das Ganze nicht. So. Jetzt müssen wir wieder zurück. Komm. So. Ach Mensch, hier rüber. Und dann nach oben. Alles klar. Halt die Fresse, du Viech. Miststück. Okay, hier muss ich schon ein bisschen aufpassen. Das Ding wird mich jetzt, glaube ich, nicht mehr in Ruhe lassen. Die sind schneller. Okay. Hier chanten.
steht da? Heißen, weiter, dir, den Weg. Nochmal. Diese Lichter weisen dir den Weg. Okay. Okay, Leute. Schleiche durch den Dampf. Was? Schleiche durch den. Was steht da? Dammrempel? Ich habe nichts verstanden. Okay, da sind Bomben. Oh. Oh, wow, 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 wow. Schleichen, Leute. Was hab ich denn da jetzt veranstaltet? Okay. Das da unten auf dem Boden müsste eine Bombe sein. Glaub ich jedenfalls. Oh, 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 Leute. Ja, anders ging es jetzt irgendwie nicht. Da ist, glaube ich, eine Bombe. Ach, aber ich kann da durchschleichen. Durch den Dampf war das nämlich. Scheiße. War ja klar. Das war ja sowas von klar. Ja, wie soll ich das aber machen? Das ist doch definitiv, sind das da unten Bomben. Kann ich vielleicht da durchschleichen bei den Bomben? Oder töten die mich dann? Ich weiß es nicht. Ja, sie töten mich natürlich. Tja, Leute. Da kommt wieder meine Ahnungslosigkeit. Hello. Hello. Follow me. Follow me. Komm mal hier runter. Hi. Howdy. Everybody. Hold up. Hi. Hello. Hi. Think I'm hearing things. I gotta back off the square. What? Hello. Ja, Leute. Das kriege ich so nicht hin. Das funktioniert leider so nicht. Oh Mann. Das war ja jetzt bekloppt von mir.